Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier auf GameCraft Academy. Ich bin der Tenchi von The Noobs Kanal und wir spielen heute FTL Faster Than Light. So, wo fangen wir an? Viele von euch, also einige kennen wahrscheinlich FTL, das ist ja jetzt auch nicht mehr so das neueste Spiel hier unten, 2012, da steht's. Im Prinzip geht es nur darum, dass wir mit einem Flugzeug von A, nicht ein Flugzeug, ein Raumschiff von A nach B fliegen und die Rebellen sozusagen uns auf den Fersen sind. So, ich nehme das jetzt, ich sage das jetzt alles schon zum dritten Mal, deswegen verzeiht mir, wenn ich ein paar Fehler mache. Ja, im Prinzip ist es ja, ist es alles gesagt. Also wir haben wichtige Daten, die für die Föderation ganz, ganz, ganz wichtig sind, damit wir das Mutterschiff der Rebellen zerstören können. Und deswegen düsen wir mit diesem Schiff quer durch die ganze Galaxie, um dort ganz am Ende das Mutterschiff gegenüberzustehen, die Daten abzuliefern und dann das Mutterschiff zu zerstören. Gleichzeitig verfolgen uns aber die Rebellen, so eine riesige Armee. Mal schauen, ob wir es schaffen, denen zu entkommen. So, das jetzt kurz zur Story. Wir haben, man kann in diesem Spiel mehrere Raumschiffe freischalten. Wir haben momentan bloß das erste. Das ist das. Und wir haben das ist unsere Besatzungscrew, das sind mit von drei Leuten, die stehen hier rum. Da haben wir einmal den Bormann, oder ich nenne den Bormann, das hört sich richtig deutsch an. Und den Oregan, okay, das nehmen wir auch. Und die Elisabeth, ich kann kein Englisch, ich nenne sie einfach Ellie, das ist die Ellie. Oh, sie ist ja schon weiblich, das ist gut. Die Ellie, die schicke ich zu den Schilden. Schilde sind nämlich auch ganz wichtig zu besetzen. Ja, wir haben am Anfang schon zwei Waffen. Einmal einen Raketenwerfer und einen Laser, der drei Schüsse abschießt. Das sieht man oben rechts hier in dem Bereich. Da sieht man, was für Power er braucht und wie lange beim Nachladen und so weiter und so fort. Es gibt auch noch andere Erweiterungsslots. Das werden wir alles im Spiel kennenlernen. Wir werden dieses Raumschiff aber nochmal umbenennen. Und zwar nenne ich es die Weltraum. Ein schöner Name. So, natürlich spielen wir dieses Spiel auf Easy. Ich habe es noch nie wirklich anders gespielt. Ich habe immer nur auf Easy gespielt. Da gibt es einfach mehr Loot, was wir looten können. So, das ist ja jetzt einfach nur... Ja, wir fangen einfach mal an. Hier steht diese ganze Story nochmal. So von wegen, dass wir die Daten irgendwo hinschicken müssen. Mit Space können wir pausieren, damit wir hier besser zurechtkommen. So. Dann haben wir hier unten, also ich werde jetzt erstmal heute mal ein bisschen erstmal alles erklären. Wir haben hier unten, haben wir Energie, dass unser Schiff noch zur Verfügung steht. Das sind diese drei Stück, so drei Energiebalken haben wir noch zur Verfügung. So, wenn wir zum Beispiel unseren Laser aktivieren, verbrauchen wir zwei Energie und jetzt haben wir bloß noch eine zur Verfügung. Zum Glück braucht der Raketenwerfer auch nur eine Energie und schwupp, sind wir wieder voll. Das Problem ist aber, ich könnte statt Raketenwerfer aber auch unsere Engine, also unseren Antrieb, nochmal verbessern, um eine Energie, mehr Energie hinzufügen. Kennt man ja aus Star Trek und so, dass wir volle Energie auf die Schilde, hier kann man auch die Schilde ändern, oder volle Energie halt auf diese Triebwerke. Und deswegen haue ich hier eins drauf. So, was ändert das? Das werden wir auch gleich sehen. Und zwar, wenn ich es wieder runter mache, so. Evade ist halt sozusagen die Ausweichrate. Wenn uns jemand ballert, dann können wir wunderschön ausweichen, und zwar 10%. Wenn wir aber mehr Energie drauf geben, dann haben wir schon 15% Ausweichrate. Was ich schon mal sehr schön finde. So, das dazu. So, wenn ich jetzt zum Beispiel die Ellie, nee, das ist der Bohrmann, die Ellie hier. Wenn ich Ellie zu diesen, die schicke ich mal zu den Schilde. Wenn sie dort arbeitet, werden die Schilde schneller wieder aufgeladen. Also wenn wir einmal getroffen wurden, dann verschwindet das Schild. Das sieht dann ungefähr so aus. Das Schild ist weg. Und das baut sich dann wieder auf. Hier, die Ellie sitzt jetzt dran und baut es wieder auf. So. Ich würde gerne Oregan, der bleibt unser Pilot. Was das bedeutet, ist ganz, ganz einfach. Wenn ich jetzt rausgehe, können wir keinen Jump mehr machen. Und wir haben 0% Ausweichrate. Wir brauchen also einen Pilot. Und bei dem Bohrmann bin ich mir noch nicht ganz sicher. Entweder ich schicke ihn zu den Waffen. Dann können die Waffen schneller aufladen. Oder ich schicke ihn in den Maschinenraum. Zu dem Antrieb, dann sieht man hier oben, wie schnell die Ausweichrate, die erhöht sich dann um 5%. So. Ist recht wichtig. Waffensysteme wäre aber auch nicht schlecht, das schnellere Nachladen. Aber ich glaube, ich nehme erstmal Ausweichen. So. Damit ich aber noch die Raketen auch noch mit Strom versorgen kann, denn ich, wie man sieht, habe ich keinen Strom mehr übrig, keine Energie, ich kann
sie nicht aktivieren. Dann gehen wir hier auf dieses Schiff-Symbol. Und hier gibt es nämlich das, das Upgrade-System. Wie man hier sehen kann, hier oben, das ist so Müll, Raum, Scrap halt, so Weltraummüll, den haben wir aufgesammelt. Und den können wir verbauen in unser Schiff. So, und ich würde gerne Power. Das braucht plus 20, also mache ich jetzt, tute ich jetzt eine da rein. So. Und wie man sieht, haben wir jetzt eine Energie mehr, also kann ich jetzt auch noch das starten. So. Und somit sind wir komplett energievoll ausgeliefert, ausgerüstet und wir jumpen in, ja, okay, wir jumpen ins nächste System, aber erstmal schaue ich mir jetzt noch die Karte an. So, wir haben, das ist Sektor 1. Ich weiß nicht mehr, wie viele Sektoren es gibt. Ich glaube, 6, 7, 8 Sektoren. Um durch einen Sektor zu kommen, müssen wir immer diesen Exit-Stern sozusagen erreichen. Und wir haben pro Jump, können wir hier zur Seite schicken, zur Seite fliegen. Wir fliegen jetzt einfach mal da runter und dann sieht man ja dann, was passiert. So, wir sind hier angekommen und wir haben ein kleines Rebellenschiff gefunden. Ich kann nicht lesen und gleichzeitig übersetzen. Das bin ich zu schlecht und so, bla bla bla. Ja, wir wollen, dass sie aufgeben und unsere und die Sachen hier lassen. So. Der Rebellenfighter wird sich jetzt aber wehren. Leluk, they don't want to fight. They are trying to escape. Nein, sie wollen abhauen. Die feigen Schweine. Jetzt drücke ich gleich mal Space. Und. Oh nein! Oh, nein! Scheiße. Okay. Sie haben einen Teleporter an Bord und haben jetzt. Und beamen jetzt sozusagen welche an mein Schiff rüber und wollen mich jetzt sozusagen angreifen. So, dann werden wir mal die Schilde und das ist ja recht wichtig. Aber ich werde die zwei Leute nehmen und dann den angreifen. Die wollen unsere Waffensysteme umbringen. So, und derzeit, während wir kämpfen, können wir aber ihre Waffensysteme oder ihr, nein, noch besser, ihr Antrieb angreifen. Und zwar auch mit dem Raketenwerfer, den schicke ich mal auf, ja, auf ihre Waffensysteme sozusagen, dass sie uns nicht abhauen können. So, ich hoffe, dass sie das schaffen hier mit dem einen Intruder. Es ist ja bloß einer, denn mit dem werden sie ja hoffentlich fertig. So, jetzt kommen unsere ersten Schüsse. Oh nein, die beballern uns. Jetzt kommen unsere ersten Schüsse. Wir haben getroffen auf jeden Fall. Die haben uns aber auch getroffen. Und ja, bei denen ist alles schon ausgefallen. Wie man sieht, Waffensysteme sind tot. Und die Engine ist tot. Die werden das jetzt natürlich sofort reparieren. Aber wir machen jetzt Autofire und ballern einfach weiter auf die Engine. Und ja, ballern wir auch damit drauf. So, der Intruder ist weg. Dann nehmen wir die Ellie, die geht zu ihren Schilden zurück. Bohrmann ist fast tot. Ich lasse ihn erstmal heilen. Hier, das ist der Medizinraum. Da werden die dann einfach wieder geheilt. So. Und jetzt schießen wir mit unserer Artemis. Und bam. Und boom, boom, boom. Und noch ein Treffer und sie sind tot. Dann werde ich jetzt mal meine Raketen ausschalten. Denn, wie man hier oben sehen kann, Raketen kosten sozusagen Munition. Und ich habe nur 6 Raketen. Und ich möchte sie nicht sinnlos verschwenden. Da kann man noch einen normalen Schuss abfeuern. So. Bohrmann ist fertig, er geht wieder zurück in seine Engine. Und wir haben sie zerstört. Sehr schön. Fein, bla bla bla. 17 Scrap haben wir gefunden. Naja, ist jetzt nicht die Welt, aber ja. Wir haben leider auch zweimal Treffer kassiert, aber ja, das geht schon. Das geht schon. Gehen wir ins nächste Feld. Ich würde gerne, ich gehe jetzt hier runter. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, schön, schön, schöne Umgebung. Was haben wir denn hier? Ein Piratenschiff, der möchte, dass wir eine, was? Er möchte, dass wir ein Crewmitglied abgeben zu den Sklaven. So, das heißt aber, nein, wir werden sie bekämpfen. Und zwar habe ich gelernt, wenn wir, ich glaube zumindest, dass das so war, wenn wir das Schiff erobern können sozusagen, dann kriegen wir ein Crewmitglied. Es kann aber auch sein, dass man sie umbringen muss. So, um das zu erreichen, werde ich auf ihre Sauerstoffreserven zielen müssen, so dass sie dann hoffentlich irgendwann keine Luft mehr bekommen. Na, aber ich glaube, das schaffe ich mit dem Schiff nicht so leicht und deswegen werde ich, glaube ich, die einfach nur vernichten, weil, ja, sonst dauert das hier doch etwas zu lange. So, das werde ich dann auf ihren Antrieb schießen. Ja, aber an sich kann man das so machen und aber dann gibt es auch andere Waffen dafür. Da gibt es halt noch Waffen, die Systeme lahmlegen und so weiter. Aber erstmal machen wir das so. So, wir haben uns getroffen. Oh, ist ja nicht viel passiert. Oh, was ist jetzt? We surrender, take one of our slaves. Ja, das ist schön. Sie geben auf und wollen uns einen Sklaven überlassen. Natürlich nehmen wir einen. Ja, komm her mit dem Sklaven.
Was haben wir denn da bekommen jetzt für einen Sklaven? Da ist er. Ein, ich weiß gar nicht mal, wie die Rasse hieß. Aber die hatten auch einen Bonus. Und ich weiß nicht mehr genau, hier kann man schauen. Das ist ein Soltan, genau. Ah, der gibt sozusagen dem Raum, wo wir sind, extra Energie. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Maschinenraum gehe, dann würde ich ihn wahrscheinlich in den Maschinenraum lassen. Wenn ich ihn jetzt in den Maschinenraum gebe, oder ich gehe in die Waffen. Ich gehe in die Waffenkammer. So, jetzt sieht man das hier, wenn ich jetzt zum Beispiel, ist ja gerade schwer zu zeigen, wenn ich die Artemis... Also wir haben jetzt eine Energie übrig sozusagen, weil wir durch ihn im Waffensystem eine Energie reinbekommen haben, haben wir eine Energie übrig. Finde ich auch nicht schlecht so von diesen Teilen. So, jetzt haben wir auch einen Waffenoffizier. Dann haben wir theoretisch unsere Kuh fertig, weil hier braucht keiner rein, da braucht keiner rein. Also wäre natürlich nicht schlecht, wenn einer drinne wäre. Denn wenn unser Sauerstoffgenerator kaputt geht, dann haben wir ein Problem. So, egal, jumpen wir mal weiter. Und zwar gehe ich jetzt mal hier hin. Ich darf mich nicht zu lange in einem Sektor aufhalten. Warum, sehen wir gleich. Was haben wir denn hier? Einen Händler. So, ja. Der will uns jetzt sozusagen, dass wir ihm Geld geben, damit er die Rebellen in der Umgebung aufhält, die uns verfolgen. Was ist ein Händler eigentlich? Will ich den bekämpfen? Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Was hat denn der Schönes? Ja, der scheint jetzt gar nicht so... Komm, den bekämpfen wir mal. Wir sind ja fiese kleine Leute. Oh mein Gott, er will uns angreifen. So, dann schießen wir wieder mal typischerweise auf die Waffensysteme als erstes und mit den Raketenwerfer auf ihren Antrieb, damit die dich gleich abhauen. Man kann natürlich auch auf die Schilde schießen, damit die Laser besser durchkommen. Aber ich finde es immer ganz praktisch, wenn sie doch... Oh, jetzt schießen sie. Ach, das ist ein... Ja... Least und Killer! Oh mein Gott, die wollen nicht getötet werden. Sie würden uns anbieten, eine Rakete, eine Drohne und 12 Scrap. Ach komm, wir sind doch nicht so böse, ne? So, wir wurden dann auch getroffen, haben auch wieder ein bisschen Schaden bekommen. Wir haben jetzt 39 Scrap. So, ich warte noch, bis er jetzt repariert hat, weil er muss das jetzt neu reparieren. Und danach müsste er theoretisch auch nochmal in die Krankenstation. So, ja, ich versuche jetzt heute mal zwei Parts aufzunehmen hintereinander. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Meine Stimme ist schon leicht weg. Wieso ist das eigentlich wieder aus? So, anmachen. So, dann schauen wir mal. Hier, jetzt sehen wir es ganz schön. Dieser Bereich hier hinten, das sind die Rebellen. Wenn die uns einholen, haben wir echt die Arschkarte. Und deswegen immer schön vorne bleiben. So, hier, ne, bla bla bla. Hier ist nichts los. Also, weiter geht's. So, was ich jetzt... Oh, ein Asteroidenfeld. Die sind echt gefährlich. Das Problem ist jetzt, das ist ein automatischer Scout. Der hat keine Besatzung drauf. Der schießt einfach automatisch. Und der ist sogar getarnt, sehe ich gerade. Krass. Und wir haben halt ein Asteroidenfeld. Das heißt, ab und zu kommen hier Asteroiden angeflogen, die uns das Schiff wegballern. Ich hoffe, dass wir schnell genug den da wegbekommen. Oh, den Gegner. So, jetzt haben wir auch schon das Schild verloren. Wenn der jetzt schießt... Oh, aber der hat natürlich das gleiche Problem. So, und dann schießen wir auch gleich mal auf seine Waffen. Ja, mehr machen wir nicht. Wir schießen nur auf seine Waffen. Also, und jetzt kommt... aua. Also, die haben unseren Kontrollraum, sozusagen unser Überwachungssystem, ausgeschaltet. Dadurch sehen wir unsere eigenen Räume nicht mehr, außer da, wo wir gerade direkt drin sind. Wieso ist denn der Laser aus? Ach, nicht genug Power. Wieso denn das? Ach, der Raum ist kaputt. Verdammt. Ja, der Raum für den Laser ist kaputt gegangen. Ach du Scheiße. Wieso soll ich das nicht ausmachen? Lass mich das ausmachen. Oh, die sind kaputt gegangen, ohne dass ich geschossen habe. Sehr schön. Ja, haben wir 24 Scrap, ein Missile und bla bla bla. So. Jetzt müssen wir warten, bis unser Warp-Antrieb aufgeladen ist. Und ich glaube, wir werden erstmal reparieren müssen. Das wird, glaube ich, nicht anders gehen. Reparieren wir das und wir müssen das Türsystem reparieren, denn das Türsystem ist dazu da, dass ich per Hand hier die Türen öffnen kann, was ich jetzt, wie man sieht, nicht machen kann, egal wie ich rumklicke. Das ist recht wichtig, wenn mal Feuer ausbricht. Denn Feuer kann man so aufmachen, also ausmachen, indem man hier die Türen öffnet nach draußen, dann wird natürlich die ganze Luft rausgesaugt. Und ohne Luft kann Feuer bekanntlich oder kann es einfach nicht existieren. So, und ich sehe, das tut mir echt leid, ich sehe, dass wir ja schon fast Ende ist vom Part sind. So, dann gehe ich mal schnell nochmal auf Jump, damit wir noch sehen, wo wir jetzt als nächstes hinjumpen. Und zwar hierhin. Distress ist so eine Art Quest, wo man hingeht. Irgendjemand braucht unsere Hilfe. So, da werden wir jetzt noch
hinwarpen. Und dann werde ich hier erstmal, genau hier, mal gucken, was es ist. Oh, es ist ein Föderationsschiff. Aha. Ja, die wollen uns, die wollen von uns sozusagen abgeschleppt werden in eine, zu der nächste Destination halt. Mal gucken. Dann bekommen wir ein bisschen Scrap und dann müssen wir die hinbringen. So, also nicht viel passiert sozusagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Part 2 hier auf GameCraft Academy. Und ich war Tenchi von The Noobs Kanal. Wir sehen uns. Tschüssi!